Es geht ja schnell. Ubisoft Coin. Alter, geil. Do not disturb. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Haben sie halt cool gemacht. Haben sich selber eingebaut. Jo. Gute Frage. Okay, das sollte uns Follower bringen. Überlass das mir. Ich hab den Kontakt. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Neuer Trailer ist Schrott. Neuer Trailer ist krass. Neuer Trailer ist halbwegs okay. Ach, schreibst du nebenbei Spielkritiken, Wrench? Ich versuch's. Wie geil das gemacht ist. Ich frage mich, ob das wirklich ernst gemeint ist. Ich glaube zwar nicht, dass es ernst gemeint ist, aber... Sah schon ziemlich ernst aus. Ey, hier fehlt doch was. Haben sie die weggeräumt? Lass mich raten, die steht ja tatsächlich wieder da hinten. Na gut, dann nehmen wir hier wieder den Standardweg für normale Menschen. Also, na gut, nicht so ganz normale Menschen, aber halt mich. Ach, das war jetzt also die Ubisoft-Mission. Okay, gut. So, Schnauze, Entschuldigung. So, dann möchte ich mal ein bisschen... Was, 10? Immer noch 10? Wo war denn das? Ach, hier sind wir jetzt fertig. Wie gemalt, Nebenoperation. Mach mal das jetzt einfach mal. Sitara auf den Dach der Pier 39 treffen. Die ist, glaube ich, auch überall. Alter, 1400 Meter. Aber gut, ich habe mir ja vorgenommen, immer relativ... Entschuldigung. Immer ziemlich viel noch zu fahren, weil man dann halt schön was von der Stadt sieht. Oder zwischendurch sieht man dann vielleicht, oder kann man dann noch eine Nebenmission einsacken. Weil da vielleicht irgendein Typ steht, der dann sagt, ja, hey, komm mal ran hier. Was auch immer, ich reg mir da wahrscheinlich was ein, aber... Bam. Ich frage mich, ob das bei jedem reagiert oder ob das nur bei Polizei oder bei Verfolgern reagiert, wenn ich das so aktiviere. La la la, oh, mir rechts ist Dingsgebiet, Sperrgebiet und eine Tüte Geld. Das nehmen wir natürlich gerne. Packen wir hier mal ganz famos ein und dann, fahre ich hier nämlich oder fliege ich mal mit der Drohne? Weil mit dem Jumper können wir nämlich ganz gewitzt wieder auf unser Dings zugreifen. Oh, nein, wollte ich gar nicht. Rückruf. Jumper wollte ich. Ist hier nicht einsetzbar. Willst du mich verarschen? Ich wollte ja gerade meinen. Weil hier ist nämlich so eine Tür gewesen und... Diese Tür, die könnte eigentlich nur... Du betrittst Shell. Ja, gut, alles klar, weiß ich ja. So, da geht wer, aber das ist schon. Weit genug weg. So, das können wir auch einfach. Ich glaube. Ich glaube, ich müsste. Alter, das war knapp gewesen. Ich glaube, ich skill mal ein bisschen auf Dings. Also muss ich aufpassen, weil hier hinten, glaube ich, auch welche rumgerannt sind. Was war das? Ja, ich muss, glaube ich, noch ein bisschen aufpassen, dass Markus hier nicht entdeckt wird. So. Geil. 4000. Na gut, einfach nur fürs Nebenbei. So, Rückruf. Weil ich bin ja hier, glaube ich, auch im Sperrgebiet noch. So, weg hier mit. Sieht immer ein bisschen komisch aus, das habe ich nämlich bei den Videos, die ich gerendert habe, habe ich das mal gesehen. Das ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen, schlecht zu sehen, wenn ich hier die ganze Zeit in dem Scan-Modus bin. Huch. Jetzt war ich gerade im Auto, da kann man das jetzt hier nicht aktivieren. Ach, zurückgucken, alles klar, das müsste ich mir mal merken, sowas kriege ich immer mit, wenn ich das Spiel schon halb durchgespielt habe. Ich habe mal geguckt, ich bin jetzt bei Watch Dogs, bin ich jetzt bei 34 oder 35, 36 vielleicht... Prozent Fortschritt jetzt müsste es sein. Und
Ich frage mich, ob da die Nebenmissionen und sowas alles mit reinzählen oder ob das nur die Hauptstory ist. Weil wenn es wirklich nur die Hauptstory wäre, wenn die da von dem Fortschritt ausgehen, was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube, dann wäre das echt ganz schön krass, weil ich habe jetzt schon insgesamt 10,5 Stunden, jetzt mit der halben Stunde, die ich jetzt schon aufgenommen habe, sind wir schon fast bei 11. Oh, Vorsicht. Ja, und dafür dann 40% oder so um den Dreh, das ist dann schon ganz schön krass. So, weißt du was, ich kotze mal hier ein bisschen ab. Die Straßenverkehrsordnung zählt hier nicht. Da kann man auch mal ganz spontan hier auf dem Grünstreifen parken oder auf dem Radweg. So, machen wir hier mal The Purge und parken auf dem Parkplatz auf dem Parkplatz. Mann, ich komme nicht klar, wenn ich hier gerade ein bisschen konzentriert bin. Parke ich auf dem Fahrradstreifen. Ich habe jetzt keine Zeit. Ja. Also, telefoniert, ich wollte gerade sagen. Mann, bleib doch mal ganz ruhig, hier rennt doch nur jemand. So, wie komme ich denn da jetzt rauf? Kann man hier durch die... Ich glaube, reingehen kann man nicht. Ach, weißt du was? Wozu haben wir die Drohne? So. Ich glaube, hier ist bestimmt wieder irgendwo eine Hebebühne. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, aber es ist natürlich ganz schön hoch hier. So, dazu. Ja, ich sehe schon die Hebebühne. So, dann Rückruf. Alter, ich sitze da mitten auf der Straße, ich mache mir da auch keine Gedanken. Oh, solange nichts passiert, solange kann man ja hier ruhig. So. Steuerung. Aber gut, dass wir das haben. Was rennen Sie hier eigentlich die ganze Zeit im Kreis? Huch. So. La 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 la. Super. Voll krass, wie hoch die Hebebühne kommt. So, brauchen wir aber nicht. Also, auf jetzt. So, und Mission starten. Wo bist du, lahme Ente? Ich bin hier. Warte auf deinen Arsch. Lahme Ente. Ah, wenigstens bin ich nicht auf dem falschen Gebäude. Oh. Verdammte Scheiße! Danke für die Hilfe. Was? Ich habe vor einer Weile ein paar Street-Art-Typen getroffen. Die haben mir gezeigt, die Stadt auf eine neue Art zu sehen, mich anders in ihr zu bewegen. Hat aber nicht lange gehalten. Denen ging es mehr darum, T-Shirts zu verkaufen, als Statements zu liefern. Meinst du, du kommst damit klar? Ja, klar. Kleinigkeit. Aber, gute Arbeit. Ja, ich weiß. Ich schick dir ein paar Hotspots für den Anfang. Mach mich stolz. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das hier ein bisschen hinterherhängt. Bei dem, was sie da sagt. Ach, das ist jetzt sozusagen... Wie bei Tony Hawk's Proving Ground, oder wie das heißt. Dass man hier so ab und zu mal ein paar Spots setzen kann. Aber halt kein Geld für bekommt. Alter, was? Und das ohne ein Stücken, ohne ein Fetzen Papier. Nicht schlecht. Da staune ich aber wirklich sehr. Als Beweismaterial lassen wir natürlich hier alles liegen. Mission abgeschlossen. Yeah. Ach, das war's schon. Take den ersten Satz hoher Punkte. Hier geht's weiter. Ich sehe die Pfeile. Ach, hier geht's auch noch. Dann machen wir ja gar nicht erst so eine riesen Tour drumherum. Weißt du was? Schnell rein. Ach, wir fahren. Tut mir leid, aber wir fahren. Da habe ich jetzt gerade selber Lust drauf. So. Eigentlich müssten wir hier nur auf eine Höhe kommen, wo es nicht tödlich ist. So. Notruf. Nein. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Ich brauche die Polizei so schnell es geht. Was war das gerade? Nein. Hier bleibe ich nicht. Oh nein. Ganz ruhig. Wir haben Sie auf CTOS. Die Polizei ist gleich da. Ach, wie ich jetzt hier singe?
Ah, das Auto da vorne sieht auch schön aus. Alter, vor allem das da hinten. Ah, die suchen mich jetzt ja tatsächlich, oder was? So, wir sparen uns das Ticket. So, ich möchte jetzt das Auto hier gerne haben. Die Polizei sagt ja da eigentlich nichts. Ich frage mich, ob die mich jetzt suchen. Aber scheinbar nicht. So, geil. Haben wir hier ein schön schnelles Auto. Bin ich mal gespannt, wann wir den ersten Crash bauen. Ich kenne mich. Ich wollte gerade die Route neu berechnen lassen. Weil wenn man so gerade fährt permanent, ich frage mich, warum die einen immer so schnell links schicken. Weil so kann man noch die Endgeschwindigkeit ausnutzen. So. Und jetzt kann man langsam gerade fahren. Juhu! Aber jetzt darf ich natürlich die Einfahrt nicht verpassen. Boah, geil. Witzcast war es kein kompletter Crash. Alter, krass. Aber cool, ich glaube hier so richtig in der Innenstadt waren wir... Ach, guck mal, kennen wir das nicht? Wo ich so total ausgerastet bin. Ich wollte gerade sagen, hier waren wir doch noch nie gewesen. Aber natürlich, alte Erinnerungen, alte gute Erinnerungen werden da wieder wach. Und Prius. So, 800 Meter. Ja, mit der Karre lässt es sich leben, hin und her zu fahren. Ich frage mich, ob, wenn man jetzt so eine Karre klaut, und dann später, wenn der Besitzer, in Anführungsstrichen, jetzt danach vielleicht 10 Minuten im Spiel, dass denn da der Besitzer kommt und seine Karre abholen will, dass man dann dieses Telefongespräch abhört, dass der die Polizei ruft. Frage ich mich, ob sowas mit drin ist. Ob sie sowas mit reingenommen haben. So, wir fahren erstmal an den Rand. Und dann schön mit der Drohne, weil ich habe nämlich das Gefühl, wir dürfen hier einmal quer durch die Gärten. Ja, wir dürfen hier einmal quer durch die Gärten. Und das? Achso, ja, können wir wieder ablenken. Und guck mal, Romeo und Julia. Ist das Geld? Ist das Geld? Ist das Geld? Was hier für Gespräche zustande kommen. Was ist mit er hier, mit mir, ihr hier? Wurde von der Zollbehörde verhaftet. Naja, so eine ist das also. Oh, warte mal, das möchte ich mal ganz kurz ausprobieren. Ah, scheiße, ist da schon vorbeigegangen. Ey, der hat seinen Koffer hier liegen lassen. Aber wie es scheint, ist der eh nichts wert. Gut, okay, also ich habe jetzt schon mal einen Weg geplant. Dann komme ich da hoch. Ach, warte mal, dann komme ich ja da gar nicht hoch. Oder komme ich hier? Da rein und dann da hoch? Da ist offen. Ja, da ist offen. Okay, na, dann kann ich hier einmal quer durch die Gärten. Warum muss ich extra für so eine Wand hier, warum muss ich da extra so weit fahren? So. Steigen wir mal aus. Muss auch nur mal gucken, ob er... Oh, Hilfe. Tabby blinkt. So. Ich glaube, das war doof gewesen. Ich hätte auch andersrum fahren können, da wo der Typ eben gerade rausgegangen ist. Wo ich das mit dem Pollern probieren wollte. Naja, fahre ich einmal komplett durch den Block oder um den Block rum. Ach, gucke an. Ach, wisst was, dann nehmen wir den. Das ist, glaube ich, einfacher. Dann fahren wir dann nämlich einmal auf der Straße. So. Huch, ich glaube, ich habe ein bisschen angedockt. Entschuldigung, achso, nee, das waren die Pylonen gewesen. Dann doch nicht so, Entschuldigung. Aber gut, das ist natürlich am einfachsten mit dem. Dann brauchen wir da nicht ewig durch den Garten klettern. Ey, bleib doch sitzen. Entschuldigung. Ah, da habe ich die Polizeistern, glaube ich, bekommen. Oder? So, eigentlich reicht es ja, wenn ich von hier mache. Ich will jetzt hier nämlich nicht noch mehr Menschen umfahren. Ah, das war ja klar. Entschuldigung. Willst du es mit mir aufnehmen? Habe ich da gerade so rausgehört. Herausforderung angenommen. Alter,
Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so, Alter, was macht er denn hier? Aber das ist wirklich echt extrem schwer zu steuern, weil der hier ewig, ewig mit dem Anzug nicht klarkommt, weil der hier dauernd, der gibt hier immer mega Gas. Hallo? Ist das hier nicht so etwa gedacht, dass man hier, dass man hier durchkommt? So, dann machen wir mal ein Graffiti sprühen oder beziehungsweise anbauen. So, da haben wir's. Jetzt haben wir Point Nummer 1. Die nächsten sind dann einmal hier und hier. Oh, das ist ja angenehm. So, da fahren wir jetzt schön mit unserem Gabelstapler hin. Nein, das würde echt abfacken. Warte mal, ich möchte mal wissen, ob ich hier großen Schaden nehme. Ja, nee, macht doch noch ein Looping, macht doch sich sogar noch einen Spaß draus. Oh, scheiße. Kacke, ja, ich bin echt umgefahren. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Wow, Vorsicht aus dem Weg. Crazy shit passiert, wenn ich hier in der Nähe bin. Aber das wollte ich gerade echt nicht. Malware. Und sie scheint ebenso schnell wieder zu... So, und Musik noch aus. Und dann treten wir unseren Trip. Wie viele Kilometer sind denn das? Das waren, glaube ich, 6 Kilometer. Alter, geil. Ich glaube, damit kann man eh nicht fahren. So, 3 Kilometer. 3,5. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie schicken der mich hier? Hier, so, ja. Ja, das ist ganz in Ordnung, die Route. Gucken wir mal, ob wir hier heile durch die Stadt gecruised kommen. Oh. Laternenpfahl. War einmal. Aber hier die Gegend, die müsste man eigentlich mal mehr genießen. Guck mal, hier rechts ist schon wieder so ein roter Spot. Da gibt es bestimmt irgendwie Kerndatei oder so. Ah, natürlich Geld. Achso, nee, hier rechts. Party, 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 Party. Warte mal, Kamera? Wo ist denn das Geld? Ach, geil, das ist hier... Vater saß wiederholt im Gefängnis. Geschwister wurden ermordet. Ach du Scheiße. Da liegt also... Ah, da liegt das Geld. Weißt du was? Ich bin ja hier, glaube ich, noch nicht im Sperrgebiet. Dann werde ich jetzt hier einfach mal... Oh, 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 oh. Hey, hast du hier was zu suchen? Nö, nö. Achso, kann ich jetzt Rückruf machen? Das war ja einfach, Alter. 19.000. Eben gerade musste ich da nochmal durch die halbe Werkshalle... Oh, das passt ja mit der Musik. Aber ich mach sie wieder weg. Hä? Warum hört sich das jetzt so komisch an? Warte mal ganz kurz. Findet ihn und macht ihn kalt. Habt ihr verstanden? Verstanden? Ja, keine Ahnung. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Guck mal, hier rechts ist bestimmt auch nochmal Geld. Ja gut, findet ihn. Wie sollen jetzt so wissen, dass ich jetzt hier... derjenige welche war. Ich glaube, dafür hätte ich mich denn doch sehen lassen müssen. So. Da wir faule Menschen sind, machen wir natürlich alles mit dem Auto. So. Ich glaube, ich weiß, warum sich das jetzt so komisch angehört hat. Ich glaube, weil der hat sich das hier irgendwie gemerkt. Oder der ist hier in dem Jumper-Modus geblieben. So. Sperrgebiet, erster, der uns da sieht. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist denn hier der Ach da vorne? Oh, bitte. Alter, geil. So. Jetzt kriegt er das sogar nicht mal mehr mit. Hahaha. 125.000, das ist natürlich nicht schlecht. Ach, guck mal, das interessiert ihn hier sowieso nicht. Na gut. Wenn das eben so ist. Denn wollen wir da nicht weiter stören. Siehst du, haben wir das nächste ausgeraubt. Ausgeraubt klingt so böse, wir haben es einfach nur mitgenommen. Ich sag doch rum, hat ja keinen Besitzer gehabt. Ich glaube, das Auto hat jetzt allgemein einen Soundbug. Aber gut, ist ja jetzt nicht so wild. Da vorne ist ja der nächste Forschungspunkt. Ich glaube, hier auf dem Dach, oder? Entschuldigung.
So. Forschungspunkt, Forschungspunkt. Ach ja, alles klar. So, dann suche ich mal eine Route. Ich glaube fast, wir müssen hier irgendwo lang. Oder von hier oben. Ich glaube, dann werde ich von hier oben irgendwo lang springen. Ich weiß ja nicht, ob er... Oh, ich weiß gar nicht, ob der seine Vorsprünge hier mitbenutzt. Es sei denn, wir haben hier wieder so einen Gabelstapler in der Nähe. Das kann sein. Ah, kennen wir... Ah, guck mal, kennen wir das hier nicht? Oder? Warte mal, kennen wir das hier überhaupt? Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist das hier die Strecke, wo wir da diese Elektro-Karts genutzt haben. Oder benutzt haben. Dieses Rennen.